Normalerweise macht es im Zirkus. Aber für heute macht es einmal. Olé! Feuerwerk habe ich gesehen in der ersten Halbzeit, als ich reinspielen durfte. Franziska, ich habe gemerkt, dass man Menschen, die zusammen arbeiten können, sehr gut als Artisten harmonieren. Bei dir habe ich wieder gesehen, deine Rössel, die kommen rein und verbreiten so eine Stille. Jetzt, ich weiss, das ist aufwendig. Du machst das ganze Leben lang schon. Aber sag mal, wie viele Stunden kostet dich das auch heute noch jeden Tag? Die folgen ja auch nicht jeden Tag mit gleicher Laune. Genau, jeden Morgen braucht es immer noch das Training. Und so vom 8. bis am 12. bin ich der Manege mit den Tieren. Ja. Und wie machst du denn das? Ich meine, man muss da fast ein bisschen eine Pferdeflüsterin sein. Man muss ja den Zugang finden zu ihnen. Ja, also man muss einfach, darum ist wichtig, immer zu trainieren und dass man sich abgibt und ja, dass man einfach und Geduld. Geduld ist auch sehr wichtig. Gut, und jetzt hoffe ich aber, dass ich euch mit den ersten Bildern bereits schon ein bisschen ungeduldig gemacht habe. Gehen wir also ein bisschen auf den ganzen Ablauf der Vorstellung ein. Ich habe ja eingängig schon Olé gemacht, weil es ist wirklich viel Pfeffer drin. Erzähl doch ein bisschen etwas über das ganze Programm, wie ihr das so ein bisschen zusammengestellt habt. Also das Jahr heisst ja Ritmo und Passion. Das ist eigentlich so ein bisschen auf Spanisch. Ist alles so ein bisschen in diesem Rahmen. Und was auch ganz schön ist dieses Jahr, ist also das Highlight von der Vorstellung, wo wir auch selber sehr stolz sind, ist das Hochseil am Schluss. Und da zeigen wir... Mit der 7-Mann-Pyramide. Und das zeigen wir euch nicht, weil euch wollen wir nicht so viel verraten. Aber jetzt habt ihr auch schon gesehen, wir haben eine ganz lustige Truppe dabei, die immer wieder zwischendrin, wenn man die Umbauten macht, euch unterhalten. Erzähl mal etwas zu eurem Comedy-Duo. Zwei Mustaschbrote. Ja, die waren letztes Jahr auch schon bei uns gewesen. Und dieses Jahr haben sie noch mit den Reprisen noch ein bisschen mehr ausgebaut. Okay, und dann ist mir fast der Atem gestoppt, als ich jetzt die Trampolin-Nummer sehe. Ich denke, der verletzt sich wirklich noch. Das habe ich vorher schon gesagt, Harmonie habe ich bei den Artisten auch erlebt. Das war sehr auffällig an der Strabaten. Da hat man auch gemerkt, ein Raunen ist durchs Publikum. Wie sind die zu euch gekommen? Die haben wir in einem Festival gesehen letztes Jahr. Und ja, die haben mir sehr gut gefallen, weil sie so romantisch sind. Und es ist wirklich so ein schönes Liebespärchen. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust gekriegt, habt mitgekriegt, der Zirkus Nock ist noch die ganze Woche, wo jetzt auch das Programm läuft, vor Ort. Und ich würde sagen, mal wieder originale, richtige Zirkusluft schnuppern. Franziska und das ganze Team freut sich riesig auf euren Besuch. Und ich kann mich jetzt nicht mehr zurückhalten. Ich muss jetzt ein paar Popcorn holen. Das gehört sich so. Komm mal rein.